Ja, hallo, hier ist wieder Krillo. Ich heiße euch willkommen zurück zu Oxygen Not Included. Ja, wir sind wieder im Krilloversum. Wie immer habe ich es geschafft, im letzten Video für das ein oder andere Problem zu sorgen, neben dem ganzen Chaos, das sich sowieso immer verbreitet. Deswegen werden wir jetzt einfach mal anfangen, ein paar Sachen ja, wieder zu beheben oder zu ändern. Zum einen würde ich gerne die beiden Gantries eingefahren lassen. Das können wir sicherlich am einfachsten, indem wir hier bei diesem die Automation einfach ändern. Dafür haben wir ja den Atmosensor da. Das gleiche hier, wobei der ist, glaube ich, schon so eingestellt. Da ist uns nur die Stromleitung. Ja. Kaputt gegangen oder ich habe sie versehentlich zerlegt oder wie auch immer. So, dann sollte der auch. Ne, Moment. So, ist ja noch nicht so, wenn ich. Genau. Ne, Quatsch. Ne, ist richtig. So muss es. Das war doch richtig. Aber der hat noch ein Signal, dass er ausgefahren ist. Achso, weil die Rakete gerade nicht kommt. Oder? Ne, Quatsch, weil der Strom fehlt, ja. Vergesst einfach, was ich gesagt habe. Ich glaube, das ist jetzt so richtig. Wenn nicht, werden wir das feststellen. So, dann würde ich gerne hier nochmal versuchen, während des Videos auf die Überhitzung ein wenig zu achten. Dass wir da das ein oder andere beheben können und auch gucken, wie es zu Beschädigungen an verschiedenen Stellen kommt. Ja, den zerlegen. Und dann bauen wir da direkt auch eine neue Handpumpe aus Keramik. Die dürfte dann so schnell nicht überhitzen. Ich pausiere noch mal eben. Also das mit der Gantry haben wir gemacht. So, das nächste Thema, was ich vergessen habe, waren die Schichtpläne. Wir haben eine Schicht A, B, dann haben wir eine Narkoleptikerschicht, eine Nachtschicht, ne, der hungrigen Schicht und eine für Nachteulen. Dann würde ich ja gerne noch eine Schicht C machen. Kann man die nicht? Ne. Man kann keinen Schichtplan kopieren, glaube ich. Machen wir einen neuen, den nennen wir Schichtplan C. So, und der muss 2 Stunden zeitversetzt zu dem sein. 3 Pause. Quatsch, nicht 3 Stunden Pause. So, 3 Badezeit. 3 Mal schlafen. 2 machen wir. 3 Mal Freizeit. Das können wir vielleicht bei allen anderen auch auf. Ah, das ist schon auf 3, okay. Und dann würde ich gerne den Narkoleptikern, weil die jetzt doch nicht mehr so lange Pause haben. Das war, glaube ich, auch vor ein paar Videos mal Thema. Eine Stunde mehr Schlafenszeit gönnen. So, und jetzt müssen wir. Hier haben wir 9. Okay, dann müssen wir hier ein paar in die Schicht 10 schieben. Warum ging denn Tja Robin nicht? So, ach, dann nehmen wir mal Sakiri auch noch in Schichtplan C. Dann haben wir 8, 8 und 7. Perfekt, so ist der Punkt auch abgehakt. Dann, ja, ich lasse es jetzt mal langsam laufen. Gibt es hier keine Nahrung mehr? Okay. Die Nahrung sollte doch, glaube ich, hier eingehen. Nee, da war es nicht. Hier war Sandstein, genau, da war es eingestellt. So, und das Problem ist, dass hier unten nirgendwo
Sandstein mehr ist, dann stellen wir das doch mal hoch. Dann dürfte das gleich auch gebracht werden und dann ja, stellen wir es dann wieder runter und dann haben wir da erstmal wieder genug. Entschuldigung, so, dann sollte ich mir anschauen oder wollte ich und sollte, ob wir hier auch wieder Öl haben in diesem Kreislauf. Nee, haben wir nicht. Wo wir aber Öl haben, ist hier in diesem. Achso, und dann würde das natürlich in diesen Kreislauf gelangen, ja. Okay, dann heißt es, wir müssen einmal da klempnern. Warten wir eben, bis das erledigt ist. Dann läuft es nämlich nach und dann machen wir die nächste Stelle. Achso, ne, oder? Wir lassen es einfach laufen, bis wir das ganze Öl hier raus haben. Das ist ja nicht wahnsinnig viel. Das Wasser hier in den Behältern kann dann sicherlich wieder ausgekippt werden. Das ist, glaube ich, der letzte gleich, ne? Ja. So, fertig. Der... Oh, Moment, war da noch was? Ne. Okay, der Punkt ist auch abgehakt. Dann haben wir... hier... die Idee gehabt und die finde ich sehr gut. Hier luftdurchlässige Ziegel zu bauen. Das machen wir an der und an der Stelle, weil wir an beiden Luft haben. Da hätten wir zwar das Problem, dass die Hitze da rauskommt, das werden wir aber nachdem die Luft raus ist, direkt wieder zurückbauen. Ja, dann habe ich hier noch einen relativ blöden Fehler gemacht. Dafür zerlegen wir einmal den Ziegel und den Ziegel, weil so kann das natürlich hier nicht funktionieren, wenn das nicht verbunden ist. So, räumen wir das nochmal weg. So. Ein Traum. Da würde ich sagen, müssten wir das auch hier gleich wieder zurückbauen können. Ja, müssen wir jetzt da noch eben warten, bis das auch gefüllt ist. So, hier, Copy. Okay, wir kommen gleich zurück. Da kann ja jetzt so erstmal nichts passieren, außer dass es zur Austritt. Okay, ja, dann haben wir eigentlich alle Fehler behoben. Wassertechnisch ist es hier gerade knapp, aber der ist, glaube ich, gerade eben angefangen zu laufen. Das hilft natürlich. Außerdem, ja, lassen wir hier gerade so ein bisschen Wasser an Wasser durchlaufen. Können vielleicht mal eben schauen. Keimtechnisch ist das nicht so gut. Vielleicht stellen wir den mal wieder hoch auf 70 Grad. Hm. Achso, es geht ja um das Wasser in der Leitung, nicht im Tank. Ja, aber das ist ja auch nicht so warm. Ach so, bei über 70 Grad soll er das öffnen. Ja, ich trottel. Dann haben wir natürlich das Wasser hier oben wieder nicht mehr los, ne?
gut, kümmern wir uns ein anderes Mal drum. So, hier wird das Wasser knapp, aber der hier oben läuft ja jetzt, also ja, sollte das jetzt besser werden. Vor allen Dingen, weil wir jetzt auch hier wieder die Schmutzwasser, den Verbrauch deutlich gesenkt haben, indem wir hier das wieder auf eine Temperatur gestellt haben, dass das Sinn macht. Weil dieses ganze keimverseuchte Wasser wollen wir da nicht haben. So, dann wollte ich noch ein paar weitere Ausgänge bauen. Und zwar gibt es einen hier für diesen Bereich. Reicht das eigentlich so? Ja, eigentlich reicht das. Müssen wir gar nicht so weit bauen. Einen haben wir hier. Einer kommt dorthin. Wir werden auch hier hinten noch eine Station hinbauen, aber soweit sind wir gerade noch nicht. Aber ne, man sieht hier schon, ich habe hier mal angefangen, was zu machen. Der Wille war schon mal da. Dann machen wir das auch jetzt mal weiter. Wir werden uns nämlich in diesem Video definitiv auch um die Flüssigkeiten kümmern. Verschmutztes Wasser, da ist verschmutztes Wasser. Da müssten wir hier ja eigentlich uns auch reingraben können. Hier gibt es eine Leiter. Würde ich dann noch mal ein bisschen drumherum freigraben auch. Hier unten haben wir noch einen Paku, den wir retten sollten. Dafür stellen wir hier eine Fisch... Ups. Okay, kann auch da oben hin, das ist egal. So, Strom. Hier haben wir doch einen Kreislauf, wo noch nicht so ganz viel dran ist. Dann planen wir mal ein Leiterkabel. Uiuiui, hier ist ganz schön weit weg. Macht das Sinn? Nee, oder? Das macht keinen Sinn. Das werden wir anders machen. Wir haben so viel Kohle durch die vielen Hedgefarmen. Wir werden hier ein
Kohlegenerator bauen. Wir werden hier bauen ein... Wo haben wir ihn denn? Ein Lagerverdichter. Nehmen wir einen intelligenten Lagerverdichter. Mit dem würde ich dann nämlich die Tür steuern wollen. Ich hoffe, das funktioniert so, wie ich mir das denke. Ups. Shit. So. Dann brauchen wir einen Räumer, wir brauchen eine intelligente Batterie. So, dann können wir das hier alles verbinden. Ups. So. Freigraben. Was wir aber unbedingt brauchen, ist das abzuschließen. Und dann brauchen wir lange Leitung, sehr lange Leitung. So, Automation. Ah, da fällt mir gerade noch was anderes ein. Das müssen wir gleich auch noch bauen. Das machen wir auch mal erst. Ich habe nämlich irgendwo hier, glaube ich, die Automation vergessen. Also das Automationskabel. Dann fehlen da, oh genau, auch die Einstellungen. Oh, da auch. Okay. Da auch? Was ist denn hier los? Hä? Okay. Ja, ne? Dann rüsten wir das mal alles nach. Oh, wir haben nur noch ein Paco, der schlüpfen wird. Dann müssen wir hier nochmal eine Fischfalle aufbauen, um den dann auch zu fangen. So, die isolierten Ziegel hier oberhalb. Brauchen wir noch. So, 100%. So, hier muss mit Priorität 8 Kohle rein. Verbrauchbares Erz. Kohle. So, und da müssen wir mir noch überlegen, wie genau wir diese Automation aussehen lassen.
Ich stelle aber auch Pi mal Daumen wieder so ein. So. Ach, der braucht Strom, okay. Ja, aber ne, hat er ja. Stromkabel ist ja dran, es ist nur noch, ja. Noch keine Kohle da. Den stellen wir auch für den Moment einfach mal hoch auf 8. Dass der schnell beliefert wird. So, die Leitung ist noch nicht fertig gebaut. Ihr könnt hier jetzt nicht mehr weg. Ach ne, ihr könnt hier nicht, weil ich da nicht aufgepasst habe. So, jetzt aber wieder. Okay, dann heißt es hier freigraben. Da oben, ah, da oben müssen wir den Schleim noch abholen. Ich kann also doch noch. Ich wollte gerade sagen, dann können wir hier auch dicht machen. Schale da weg. So. Automation. Okay, dann brauchen wir hier auf jeden Fall schon mal einen Nichtgatter. Weil jetzt soll die Tür ja geöffnet sein. Der ist nicht gefüllt. Ja. Auf Dauer macht es wahrscheinlich dann Sinn, dass wir ein Transportsystem bauen von hier, wo wir hier Kohle beladen oder wo auch immer unser Lager hinkommt. Vielleicht kommt es auch hier hin. Da haben wir recht viel Platz, dass dann die Kohle hier per Schienensystem hergeschafft wird. Aber im Moment machen wir das erstmal so. So, kommt dann nicht, stopp. Das Element kommt als letztes, weil sonst kommen wir da ja gar nicht mehr rein. Da ist auch noch Schale. Die bitte auch noch aufräumen. Schon mal freigraben. Und wenn das gleich passiert ist, kommen da die Ziegel rein. Dann ist der Raum oben fertig, mal abgesehen von der Leitung. So, müssen wir vielleicht die Materialien hier noch aufräumen. Das macht wahrscheinlich auch noch Sinn. Außerdem den analysieren. So, gemeisterte Berufe. Und wenn wir das gleich haben, dann werde ich erstmal ein paar Sachen erzählen über die kommenden Tage, über die Feiertage und was da alles so passiert oder auch eben nicht passiert. Ja, aber das machen wir gleich. Erstmal verteilen wir hier noch munter ein paar neue Berufe. Mr. Salamander noch. Ja, dann haben alle fünf einen neuen Beruf bekommen. Maschine verschüttet. Da. Oh. Also das hier unten ist
Schon mal nicht ganz unwichtig. Und das gleiche gilt hierfür. Und warum ist hier die Gantry ausgefahren? Ach, klar, weil hier das Signal von oben fehlt. Klar. So. Ja, die muss gleich eh erst vollgetankt werden. Das hier werden wir übrigens auch noch rückgängig machen. Ich habe es in den Kommentaren schon geschrieben. Das war eine Schnapsidee, was ich da gehabt habe. Die ursprüngliche Version war viel besser. Und das jetzt so zu ändern, macht einfach wenig bis gar keinen Sinn. So. Ja, im Grunde müssen wir hier unten. Obwohl, nee, dieses Wasser. Ja doch, das kommt bei 30 Grad raus. Das ist auch nicht sehr warm. Ja, auch den graben wir schon mal frei, um den zu erforschen. Und ich denke auch, dieses Material werden wir dann mal alles wegräumen lassen. Und dann ist auch gut, dass ich die Automation noch nicht angeschlossen habe, weil sonst könnten wir hier gleich weder erforschen noch aufräumen. Hier werden wir noch mal ein wenig aktiv. So. Dann ist der Weg nämlich auch schneller erledigt. Das habe ich befürchtet. Okay, dann kommt da ein Ziegel hin und der kommt erst noch mal wieder weg. Habe ich das jetzt alles mit 8, nee, mit 5 machen lassen, sehr gut. So, dann müssen wir zumindest für diesen hier ein isoliertes Rohr bauen. Da kommen wir nicht drumherum. Machen das mal aus Magmatit. Bauen wir das denn hier hoch? Okay. Jetzt habe ich das nicht wirklich alles mit 9 gemacht, oder? Mei, oh mei, oh mei. Wo ich das hier gerade sehe, fällt mir was ein. Genau, wir haben nämlich irgendwo etwas, um das gute Teil wieder aufzuladen. Das bekommt man von Raketenmissionen zurück. Und wir haben eine dabei gehabt. Da gab es einen Kommentar. Ich weiß, war es Axa, war es Roman? Bin mir da nicht mehr sicher. Also auch schon ein paar Videos her. Ich habe das immer vergessen. Aber jetzt habe ich endlich mal wieder dran gedacht. Werden wir dann gleich mal schauen, ob das Ding wieder aufgeladen wurde. So, hier haben wir noch. Der ist immer noch nicht raus.
Ist CO2, okay. Merkwürdig. So, die ist aber jetzt betankt, genau. Also, los geht's. Der füllt sich hier nicht wirklich, der bleibt so auf einem Stand ungefähr. Ja, gut. Was ist hier? Achso, okay, weil der Boden noch nicht gebaut ist. Gut. So, dann planen wir das Ganze mal weiter. Isoliertes Rohr, Priorität 5, jo. Und hier. Müssen wir da mal schauen, wie wir es machen. Dann müssen wir hier hoch. Gehen wir mal auf Höhe der Feuerleiter. Dann daran. So. Ja, und dann haben wir, wenn das alles mal fertig gebaut ist, den Kalt/Geysir. Das ist ja, ja genau, haben wir da mit angeschlossen. Jetzt kommt Nummer 2. Auch den wollen wir natürlich analysieren. Und auch der braucht dann eine Leitung. Der muss allerdings kein isoliertes Rohr haben, ne. So, da geht die Leiter entlang. Das heißt, wir können auch noch ein Feld weiter gehen. Verlegen wir dann hier durch. Direkt auf Höhe der Leiter. So, und dann können wir damit doch eigentlich, nehmen wir mal den zweiten, damit wir hier das Schilfrohr, Fingerhutschilf, nicht direkt zerlegen müssen. Hier werden wir bestimmt Leitern brauchen, sonst kommen wir oben nicht hin. Moment, das machen wir noch etwas anders. So, dann gibt es nämlich hier überall Leitungen. Und dann schließen wir das Rohr hier einfach an alle an. Können wir nämlich schauen, ob die auch alle funktionieren. Das war ja so ein bisschen fraglich aufgrund der Menge des Öls, die wir da drin haben. Dann können wir da frühzeitig reagieren. So. Ja, ich wollte was zu den Feiertagen sagen. Und zwar wird es auch in den nächsten Tagen zumindest ein Oni-Video am Tag geben. Ich habe mir da wirklich die Vorgabe gemacht, 30 Minuten nicht zu überschreiten. Vielleicht ist auch mal eins dabei, das nur 20 Minuten dann dauert. Müssen wir mal schauen, dass diejenigen, die ja auch an über die Feiertage ein bisschen, was ist jetzt? Achso, speichern. Auch über die Feiertage ein bisschen Zeit haben,
sich ein Video anschauen können. Und ja, die, die keine Zeit haben, die können es dann relativ einfach in den Tagen darauf aufholen. Also das war so meine Gedanken, die ich dazu, mir dazu gemacht habe. Ich werde diese Videos auch am Stück aufnehmen. Das heißt, ja, an einem Tag vorher. Ich weiß noch nicht, für mich ist ja jetzt schon Samstagabend, also bleibt eigentlich nur der Sonntag, weil am Montag habe ich noch so das ein oder andere zu erledigen. Ja, werde ich die also am Sonntag am Stück irgendwie aufnehmen und ja, dann seid ihr die Tage über versorgt. Ich hoffe auf jeden Fall, ja, dass ihr alle ein paar schöne Tage haben werdet, aber das sage ich morgen im Video dann noch ein bisschen was dazu und zum Ende von diesem Video. So, die Untersuchungen laufen. Hier sind wir auch gleich schon fertig. Das Aufräumen hier oben ist hingegen noch nicht fertig. Dann können wir mal eben schauen. Sandstein sieht sehr gut aus. Die sind wieder bestens befüllt. Und wenn wir jetzt die Priorität auf 4 setzen, wird auch hier wieder Sandstein hergeliefert. Sehr schön. Was haben wir denn hier noch? Obsidian. Haben wir denn keinen Platz mehr, wo der Obsidian rein kann? Oder? Doch, jede Menge. Weiß ich ja nicht, warum das hier nicht abgeholt wird. Aufräumen, 9. Fertig. So, was haben wir denn hier? Der ist noch aktiv. Fast 60 Zyklen. Traumhaft. Ach, die haben jetzt natürlich hier... Moment, wir werden hier gleich ein Erstickungsproblem kriegen. Das muss mal bitte schnellstens fertig gebaut werden. Masakiri dürfte gleich der erste sein. So, Moment, jetzt kann ich die alle hier und die ignorieren. So, das war knapp. Oder ich glaube, das wäre noch knapp geworden gleich. Gott sei Dank haben wir hier das Transportrohr. Maschine verschüttet. Schon wieder, mein Gott. So, hier wollte ich eine Rolle rückwärts machen. Dann fangen wir da mal mit an. Dann können wir den zerlegen und zerlegen hier. Und hier. Außerdem wird die Kontrollstelle da zerlegt. Wieder Ziegel her. Hier können wir auch noch mal ein paar weitere Leiterelemente zerlegen, nämlich jedes zweite, damit wir da Plastikleitern hinbauen können. Die möchte ich nach und nach überall ersetzen. So, und dann bauen wir hier weitere Schutzanzug-Docks. Priorität 5, eilt nicht. So, aber reichlich davon. Und hier gibt es dann eine Kontrollstelle.
So, Plastikleiter. Zack, zack. Oder kann man die? Ne, kann man immer noch nicht ersetzen. Das wäre übrigens ein tolles Feature, das ich mir wünschen würde, dass man auf Dauer diese Leitern tauschen kann. Ich weiß gar nicht, was Maxi da gerade erforscht. Eigentlich hatten wir gar keinen ausgewählt. Das hier ist auch merkwürdig, aber dadurch, dass es CO2 hier ist, entweicht hier auch keine Hitze. Wie sieht es denn jetzt hier aus? Da ist noch mal ein klein wenig fallen gelassen worden. Ich stelle mal für den unteren die Priorität hoch, weil ich gerne wissen möchte, ob mein Tank so funktioniert, wie ich ihn geplant habe. Boah, da fehlt noch so viel Leitung. Naja, immerhin sind schon ein paar Teile gebaut. Gut, ich gehe nochmal eben meine Punkte durch. Gantry ist erledigt, Schichtpläne ist erledigt, Nahrung, Sandstein läuft auch wieder. Ja. So, dann haben wir Jetsuits und Schutzanzüge zurückbauen. Ja, das ist in Arbeit. Das reicht auf 5. Öl bei den Pflanzen haben wir kontrolliert. Öltank, Luftziegel ist auch. Schmutzwassertank. Okay, so, dann würde ich ja gerne noch etwas ändern. Das habe ich vergessen. Und zwar dieser hier. Der genau, Keime mit Lebensmittelvergiftung aus. Das soll bedeuten, das Wasser muss gereinigt werden. Dann brauchen wir dafür hier einen Raum mit Chlor. Ups. Machen wir erstmal das hier fertig, damit wir dann die Leitern hier wieder zerlegen können.
So, hier rein. Wer kommt ein Gasreservoir aus? Ist egal, aus Gold. Ja, glaube ich, da so einbauen, ja. Okay, schlechte Nachrichten, lieber Fingerhutschilf. Muss doch dran glauben. Oder wir kommen auch von der Seite aus hin, dann ist das ja Quatsch. Ob das jetzt natürlich isolierte Ziegel hätten sein müssen? Ne, eigentlich nicht. Ja, kommt hier noch eine Tür hin. Eine Automation werden wir dann da noch bauen müssen. Uiuiui. Das ist ja... Wow, haben wir schon richtig was geschafft. Das ist überschaubar, was da noch durch muss. Was da noch gebaut werden muss. Ja, das ist auch überschaubar. Überschaubar, wie intelligent das war von mir. Ne, stopp auf 9. Das noch nicht fertig zu machen. So, der hier hat nächste Tätigkeit 12,5 Zyklen. Ja, dann haben wir da ja noch ein wenig Zeit. Aber hier haben wir eigentlich soweit ja alles abgeschlossen. Dass wir da auch die Automation fertig bauen können. Okay, so. Oh ja, wir schaffen hier was, sehr schön. Achso, Kerstin kommt nicht raus, weil erst dieser Ziegel fertig gebaut sein muss. Obwohl geht das nicht, wenn wir die Tür öffnen, dann müsste das gehen, ne? Ja. Moment, wie viel haben wir nicht mittlerweile auch das Material? Da Thermium heißt das, genau. So, wo haben wir Robominer? Haben wir
Ach, wir haben genug Thermium. Das hat doch 900 Überhitzungstemperatur. Schauen wir doch mal, ob das nicht ausreicht. Wobei auch das könnte knapp werden. Testen wir. Wann kommt die Rakete zurück? Ah, es dauert noch ein bisschen. Können alle weg. Dann brauchen wir hier eine Gaspumpe. Ah, shit. Okay, das war jetzt nicht sehr clever von mir. Aus keinem dieser Materialien können wir was bauen. Na gut, dann müssen wir einen normalen Ziegel aus Magmatit hier bauen. Na. Und jetzt müsste doch Steffi auch hier wieder weg können, oder? Genau, hol dir erstmal komplett Luft und dann. Okay, weiter geht's. Warum Steffi jetzt alle. Ach so, sie geht dahin zurück in die Kolonie. Steffi, so. So, frischer Schutzanzug und weiter geht's. Okay. So, wir waren dabei. Ich wollte hier einen Gasfilter bauen. Ich möchte nämlich natürlich das Chlorgas, das wir hier haben werden, wieder rauslassen. Oder drin lassen. Und alles andere rauspumpen. Genau. So, die beiden Leitern hier können noch weg. Wobei das mit dem Gasreservoir natürlich Quatsch ist. Wir müssten hier ein Flüssigkeitsreservoir haben, aber da kommen wir gleich drauf. Ich glaube, das, also zumindest diese vier hier haben schon mal funktioniert. Hier ist noch nicht so viel Flüssigkeit, aber. Gleichstein hatten wir hier irgendwo, ne? Ja.
Nachhinein betrachtet hätte ich den auch noch etwas länger machen können, damit wir für jeden Anschluss im Grunde hier einen, jetzt können wir den ersten bauen, einen Flüssigkeitstank hätten bauen können, aber naja. Gut, es muss ja alles wie immer nicht endgültig sein. So, ja, nachdem wir wissen, dass das alles funktioniert, würde ich dann hier ganz gerne mal eine Leitung zerlegen. Na. So. Dann dürfen wir das auch mal aufwischen lassen. Jetzt muss ich noch mal eben wieder ein wenig versuchen, logisch zu denken. Ne, wir klemmen dann erst noch mal. Weil wir da noch ein wenig mehr zerlegen müssen. Okay, so, das Wasser kommt hier. Dann, ne, Quatsch, das können wir so lassen eigentlich. Ja, das können wir so lassen. Warum ist denn jetzt das eine noch nicht geklemmt? Das Einzige, was ich zerlegen muss, ist... so. Zerlegen. Sanitär. Und dann bauen wir hier unten einen... Warum wird es denn Rohrflüssigkeitskeimsensor? Der kommt da hin. Ja, das hätte ich doch nicht zerlegen brauchen. So, und wenn null Keime drin sind, dann möge sich bitte dieses Ventil öffnen. Und falls nicht, dann geht das Wasser da rein. Dann müssen wir den noch einmal erlegen. Genau, wir brauchen nämlich hier noch eine Rohrbrücke und hier dann eben ein Rohr, dass das Wasser hier zirkulieren lässt. Ja. So, Automation hier ran. Da brauchen wir hier natürlich noch eine ganze Menge Strom. Den holen wir von hier. Transformator. Bevor ich das wieder vergesse. Wie oft sage ich eigentlich den Satz, bevor ich das wieder vergesse, und ich vergesse es dann trotzdem. Das ist ja aber schön, wenn man über sich selber lachen kann. Ne? Das ist, man lacht sowieso immer viel zu wenig im Leben. Von daher. Ja, was haben wir hier an diesem Stromkreislauf? 1700 wird. Glaube.
Wir machen das mal lieber. Nicht so. Wir zerlegen den da noch mal eben. So. Hier hätte ich dann gerne noch mal ein paar Lufterfrischer. Und den kann man sowieso noch mal einige mehr eben platzieren. Das nervt mich ein wenig, dass bei den, wenn wir einen Lufterfrischer bauen, immer in diese Übersicht springt. Da kann man nämlich nicht sehen, was ist verschmutzter Sauerstoff und was nicht. Naja. So, der hier soll Chlorgas filtern. Der soll eingestellt werden auf 0 Keimen. Ne, stopp, bei über 0 Keimen. Ja, warte, bin ich blöd? Er hat 70 Keime, das heißt, er ist. Ach so, Moment, ich trottel. So. Ja, bin ich zu doof, verstehe ich das? Ja, dumme Frage. Natürlich bin ich zu doof. Also, hier kommt Wasser rein mit 0 Keimen. Ich bin unter 0. Ach so, weil ich drunter bin, deswegen ist das geöffnet. Ja, ich trottel. So, hier kommt jetzt noch rein ein Lagerverdichter. Priorität 9. So, verbrauchbares Erz. Bleistein. 9 und sagen wir mal 500 Kilogramm wollen wir hier haben. Noch einmal wischen. Und dann können wir hier doch das Ganze so machen. Ah, wir haben noch. Ja doch, wir haben wohl schon. Ja, okay. Bleichstein brauchen wir. Wir können hier was bekommen. Ohne dass wir da das Chlorgas freisetzen. Okay.
Wie schaut's hier aus? Naja, es ist nach wie vor knapp, aber es ist ausreichend Wasser noch vorhanden. Und das Wasser hält sich sogar auf, dass es mal wieder. Mensch. Sehr schön, die Keime werden weniger. Ich bin begeistert. Oh, mein Handy hat gerade vibriert, vielleicht hat es jemand gehört. Wir sind fast bei 800 Abonnenten. Ich hatte eigentlich, das kann ich vielleicht noch kurz erzählen, aber dann kommen wir auch zum Ende. Ich hatte mal den, na, Traum ist jetzt maßlos übertrieben, aber das Ziel, den Wunsch, bis Ende des Jahres auf 1000 Abonnenten zu kommen. Das, oh, dass das natürlich jetzt vollkommen utopisch ist, zu diesem Zeitpunkt, weiß ich selber. Ich hätte es nur trotzdem gerne geschafft gehabt, aber naja, das wird jetzt nichts mehr. Aber vielleicht ist das ja noch ein kleiner, ja, oder vielleicht sagen wir es mal so, diejenigen, die meine Videos regelmäßig schauen und mich nicht abonniert haben, vielleicht denken die ja jetzt, na komm, jetzt ist Weihnachten, hauen wir nochmal ein Abo raus. Würde mich sehr freuen, aber ich glaube, die meisten haben mich eh abonniert. Und Zwang ist ja kein Muss. So, dieser hier. Da könnten wir noch eine kleine Automation dazu basteln, oder? Das machen wir noch mal schnell. Und zwar ein Gaselementsensor. Was ist denn schwerer? Chlor ist schwerer, ne? Ja. Das heißt, der Gaselementsensor kommt da oben hin. Und ein Atmosensor kommt dorthin. Ne, kommen nicht dahin, die kommen hin. Atmosensor da. Gaselementsensor da. Und Gatter. So. So, den stellen wir ein, der soll laufen bei über 1000 Gramm. Der Gaselementsensor fällt mir gerade noch ein, ob da nicht noch wohl ein... Ja... Verdammt, der kann da gar nicht hin. Der muss woanders hin, nämlich braucht er auch noch einen Undgatter. Ein Nichtgatter, Entschuldigung, kein Undgatter. Was rede ich eigentlich hier? Nichtgatter. Weil wenn ich den auf... Ja. So ist es richtig. Der braucht auch Strom, wenn ich mich richtig erinnere. Ja. So. Stahl. Stahl steigt nicht in dem Maß oder in den Mengen, wie ich das erwartet hätte. Was an zu wenig Kalk liegt, was an zu wenig Eierschale liegt. Eierschale. Wird von hier transportiert. Und da liegen mittlerweile viele Eier. 21 Hatchling-Eier, okay. Oh.
Was ist denn hier eingestellt? Ah ja, schade. Okay. Und da wir da keine manuelle Bedienung haben, können wir das doch mal ein bisschen höher stellen. Wie sich das hier anhört mit den ganzen Packus, ne? Total wild. Ein Gaselementsensor im Bau, dann haben wir es gleich endlich geschafft. Dumm, die dumm, die dumm. So. Chlorgas. Okay, der läuft jetzt nicht, weil wir hier zu wenig Druck drin haben. Der wird aber steigen dadurch, dass ich aus dem Bleichstein Chlor bildet. Und das wird hoffentlich dann genügend sein, bis wir mal an dem Zeitpunkt sind, bis da wirklich auch Keime ankommen. Hier. Was machen die denn hier oben? Ah. Okay. So, jetzt aber raus da, ihr drei. So, und diesen stellen wir jetzt wieder auf verbrauchbares Erz. Kohle. Das ist eigentlich dumm mit der Automation hier. Weil, wann immer jemand die Kohle liefert, der wird da ja automatisch drin eingesperrt. Und das wird den dreien auch so passiert sein. Sehr schön. Dann heißt es jetzt da abschließen. Dann können wir hier auch noch abschließen, wobei wir es eigentlich nicht brauchen. Ich denke, dass wir das schnell genug abgepumpt bekommen. Oh, hier läuft das Wasser auch. Läuft das dann auch schon den kompletten Weg? Ja, das tut's. Schön, dann wird sich der jetzt auch recht zügig füllen. Ja, okay, das war dann der erste Teil der Ach, Strom fehlt. Ja, auch das machen wir dann noch schnell. Leiterkabel, Wolfram. Zack. Der erste Teil der Wasserrettung, oder wie nennen wir das? Weil das war schon... Ich habe ein bisschen gedacht, dass es knapper ist, aber es war jetzt doch nicht so dramatisch wie gedacht, aber durch die beiden hier jetzt sieht es noch positiver aus. Und wir werden auch die weiteren Geysire jetzt nach und nach anschließen, aber nicht mehr mit dieser Priorität, wie wir es jetzt gemacht haben. Das war ja quasi das Hauptthema des Videos. Ja, ansonsten zum Ende hin jetzt möchte ich euch sehr gerne schöne Feiertage wünschen. Ein paar ganz tolle, besinnliche Tage mit euren Lieben. Ja, viel Glück, Gesundheit, dass eure Wünsche in Erfüllung gehen und ja, ihr mir hoffentlich weiter die Treue behaltet. Nein, Quatsch. Nee, also ich wünsche euch wirklich ein paar ganz schöne Tage. Erholt euch gut und ja, diejenigen, die über die Tage arbeiten müssen, danke für euren Einsatz, dass ihr das macht und ja, ich denke, wir sehen, hören uns demnächst. Macht's gut, danke und bye bye.